Welcher Peter? Peter möchtest du gern sein? Peter der Große. Und nur keine Schmeichelei. Nein, nein, ich meine doch den von Russland. Den? Ach so. Entschuldige, Peter. Bitte. Doch noch lieber wäre ich Peter der Dritte. Der mit der Katharina. Du tust mir leid. Weißt du denn nicht Bescheid? Am Hof von Petersburg gab's manchen Grenadier, na und? Der Wache halten musste vor der Zarin Tier. Na und? Und war es in der Nacht sehr kalt und rau, tat leid der Grenadier der hohen Frau. Er wurde von ihr zum Wodka animiert und danach dann von ihr verflitzt noch einmal. Meinst du, dass ich als Peter bei der Katharina nicht der Erste gewesen wäre? Na, wieso der Erste? Du bist doch der Dritte. Ah, die Katharina, meinst du, hat mit irgendeinem Grenadier mich... Das ist ja eine Frechheit ohnegleichen. Also den, Peter, können wir streichen. Wie wär's mit Peter Ustinov? Zu dick. Mit Peter Kraus, Sugar, Sugar, Baby. Oh, oh. Zu dünn. Aha. Mit Peter Maffay, na, wie findest du den? Wer mag schon ständig über sieben Brücken gehen? Und Peter Hofmann, das tut mir leid. Wieso? Dem Peter ist der Rock oft näher als Bayreuth. Wie wär's? Nein, nein, ich glaub, ich weiß jetzt. Lass schon hören. Welcher Peter, du und ich, am liebsten wären. Da bin ich aber neugierig. Peter, Silie in einer Wiener Küche. Zwischen Gulasch, Schinkenfleckern und Salat. Diese Hüfte, diese köstlichen Gerüche. Unser Leben wäre da alles bloß ne Fahrt. Stell dir vor, man streut uns über eine Suppe und serviert uns, wir wären völlig überrascht. Einer jungen, unbeschreiblich süßen Puppe und ehe wir's uns versehen, hat sie uns schon vernascht. Das wäre aber ein kurzes Vergnügen. Hm? Ja, das stimmt. Ja. Mit anderen Dingen gar nicht zu vergleichen. Die Petersilie können wir streichen. Ich sehe einen Flügel. Darf ich? Bitte sehr. Ich glaube, dass ich Peter Tschaikowski gern wär. Ja. Peter Tschaikowski wäre ich gern. Also wirklich, du? Der mochte keine Frauen und dergleichen. Was? Also dann, Peter, können wir streichen. Dann eher der Petrus, ja, der wäre gar nicht schlecht. Du meinst, da oben den an der Himmelstür, dann käme ich eines Tages, es wäre dir doch recht, und sprich, hier ist ein Mensch, der will zu dir. Du öffnest mir die Himmelstür, ich sänge dir zum Dank dafür ein Lied wie Schubidubba, Schubidubba, Moment mal. Ich lass mir meine Engel nicht verscheuchen. Nein, den Petrus können wir streichen. Was ist denn?
Das ist doch die Idee, ist doch ganz klar, wer ich sein möchte. Der Peter Alexander, auf den kommst du zuletzt. Na gut, wenn du jetzt ich wärst, was tätest du denn jetzt? Ganz einfach, ich würde auf der Stelle gehen und sagen, Dankeschön, Sie waren bezaubernd, danke, Dankeschön. Jetzt ist der Peter weg.